Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Leben eines Sammlers pendelt überraschend oft zwischen "Das will ich nicht einmal geschenkt haben" und "Oh, wow, warte mal, da steht diese Nummer auf dem Spine. Doch, doch, ich glaube, ich muss das haben." Hin und her. Und deswegen überrascht man sich quasi manchmal selbst mit dem, was man eigentlich kaufen muss, nur um eine Sammlung vollständig zu haben. Klingt verrückt, ist es in Wirklichkeit auch. Schön, dass mir das zumindest bewusst ist, während wir jetzt gleichzeitig sprechen darüber dürfen über The Films of Enrique Gomez Vadillo, wo ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen werdet, who the fuck is Enrique Gomez Vadillo? Und ich es euch übrigens nicht beantworten können werde. Das ist auf jeden Fall ein Filmemacher, der im September 1943 in Mexiko geboren wurde und der in seiner Karriere unter anderem bei 22 Filmen Regie geführt hat, dabei eben neben dem ein oder anderen Film auch Arbeiten für Fernsehserien. Aber Vinegar Syndrome hat ja vor einiger Zeit ihre neue VSL-Reihe gegründet, die sie quasi dafür verwenden wollten, was sie an Filmen verwerten können, die sie sonst eigentlich nirgends brauchen können, die sie in ihre bisherigen Reihen nicht eingliedern konnten. Und da hatten wir am Anfang eigentlich ziemliches Glück mit beispielsweise den schönen alten amerikanischen Science-Fiction-Klassikern, die ansonsten ganz gut ins Line-Up und Portfolio von Anolis gepasst hätten. Aber momentan wird das Ganze ein bisschen weird nach polnischem Arthouse. Kino, danke noch einmal dafür. Haben wir es jetzt übrigens auch hier mit mexikanischem quasi Coming-of-Age-Erotik-Arthouse-Kino offensichtlich zu tun. Aber in dieser Box sind ja scheinbar nur drei Filme enthalten. Auf der einen Seite Muerte en la Playa, Johnny Chicano, beziehungsweise dann auch noch Verano Salvaje. Das sind, nach dem, was ich da jetzt in der IMDb im Vorbeigehen aufschnappen kann, auf jeden Fall die bekanntesten Filme von diesem Regisseur, wobei Verano Salvaje aus dem Jahr 1980 dann auch gleich sein Debütfilm ist. Den hat er eben im Jahr 1980 gedreht, beziehungsweise es handelt es sich damit eben um ein Drama, wo, nachdem sie romantisch betrogen wurde, ist eine schöne, schöne Umschreibung in der IMDb, die junge Cecilia beschließt, sie mit den Männern, mit denen sie aufgewachsen ist, halt herumzuschlafen. Das ist eine ganz wahnsinnig spannende Geschichte, von der ich niemals erfahren, also gedacht hätte, dass die jemals irgendwie in meiner Sammlung ist. Aber so viel kann ich mir wahrscheinlich schon einmal ausmalen. Im Player wird sie zumindest trotzdem relativ lang nicht sein. Dabei ist vielleicht interessant, dass die Filme allesamt in 2K von den Originalkamera-Negativen bearbeitet wurden und dass es allerdings auch nur im Original, die alle im Original mit englischen Untertiteln sind, dass es auch keine von den anderen Filmen, Kurzfilmen, sonst was im Bonusmaterial gibt. Dabei gibt es außerdem noch eine weitere Geschichte, nämlich Johnny Chicano ist die Geschichte von jemandem, der mit seinem amerikanischen Boss sich verliebt, während das Probleme macht, was ein Action-Drama-Liebesfilm sein soll, aber ich glaube, dass der Horror-Thriller Muerte en la Playa wahrscheinlich der interessanteste Film sein dürfte, der sich allerdings eben hier mit dem Debütfilm eine Disc teilt, wohingegen der Johnny auf seiner eigenen Disc sein kann. Das Schuber-Außen-Artwork gibt's dann noch einmal als Wendecover für das Keepcase, wobei eben auch zu diesen Filmen natürlich relativ wenig Informationen zu holen sind, dass auch in der OFDB in diesem Fall recht wenig Fassungen verzeichnet sind, beziehungsweise diese Filme und auch der Regisseur eigentlich nicht einmal eingetragen sind. Wenn ich da jetzt nicht irgendeinen Tippfehler oder Akzentfehler hatte, da ist die OFDB-Suchleiste ja manchmal empfindlich. Aber wir können an der Stelle jetzt einfach einmal hier einen kurzen Blick durch das Booklet werfen, das nämlich tatsächlich sehr kurz ist, als quasi 8 Seiten, aber trotzdem mehr Booklet, als man das bei den meisten anderen
hauseigenen Vinegar-Syndrome-Veröffentlichungen bekommt. Ja, hätte ich sehr, sehr gut ohne leben können, war jetzt auch dann tatsächlich Ende des Jahres 2023 ein bisschen eine Art Impulskauf, weil man ja als Vinegar-Syndrome-Abonnent für die Filme des Jahres immer seinen 50% Rabatt hat, allerdings nur für dieses Jahr. Das heißt, ab Jänner ist das automatisch wieder hinfällig und man kann dann nur mehr warten auf etwaige Deals und sonstige Aktionen. Das war halt der Grund, weswegen ich da direkt dann einmal zugeschlagen habe. Aber also braucht hätte ich den Film eigentlich nicht.